dass ich natürlich aus dem Volk, aus dem ich jetzt schon zweimal Maden rausgeholt habe, für dieses Volk, dass ich da jetzt keine Bienen rausnehme. Man hat es ja auch gesehen, sie sind zwar gut beieinander für die Jahreszeit, aber nicht so, dass sie jetzt noch viel mehr hergeben könnten. Ich brauche jetzt Bienenmasse, zwar nicht sehr viel, weil ich mit kleinen Abideas arbeite, aber ich brauche Bienenmasse und da schaue ich bei anderen Völkern, wie es da ausschaut. Bei dem Volk sieht es gar nicht so schlecht aus. Es fliegen sich auch jede Menge Jungbienen ein. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, aber vom Betrieb her sieht es ganz gut aus. Da werde ich mir mal anschauen, wie die aussehen innen. Hier wurde der Zargentausch auch schon vollzogen. Wahrscheinlich sind sie schon in der oberen Zarge. Ich vermute mal, dass die auch honigraumwürdig sind. Das Volk hatte am 11.8. habe ich die Königin gesehen, Brutstift in Ordnung, es war ruhig. Am 7.3. dieses Jahres habe ich Brut gesehen, Futterreserven waren gut. Sie waren ein bisschen auffliegend bei der Kontrolle, aber das kann auch an der Jahreszeit gelegen haben. Schauen wir mal, wie sie sich geben. Auf jeden Fall, wenn man Bienen rausholt, um Abideas zu füllen, braucht man ein paar Sachen. Achso, ist doch besser. Braucht man ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel ein Behältnis. Ich könnte hier auch den Marburger Feglingskasten. So. Ich könnte hier auch den Marburger Feglingskasten nehmen, aber aus dem Kasten ist dann mit dem Dosierbecher schlecht in die Ecken reinzufahren, in die Ecken. Das geht hier besser. Durch die Rundung kann man viel besser in den Becher schöpfen. Aus dem Grund nehme ich dann doch lieber das hier, den Marburger Feglingskasten, nimmt man idealerweise für Kunstschwärme oder aber auch das Beispiel, was ich euch gezeigt habe. Dann braucht man zum Behältnis, ich nehme da gerne einen Hoburg, kann auch ein kleinerer Eimer sein, muss gar nicht mal ein Hoburg sein. Dann kommt weiterhin meine Bienenscheibe zum Tragen und die ist so groß, dass sie den Hoburg abdeckt. Und ganz genau der Trichter hier reinpasst, so dass man eine Einheit hat. Jetzt kann man Bienen einfegen. Es gibt natürlich Leute, die schütteln die Bienen einfach nur so rein, bringen damit Stress ins ganze Volk. Besser ist es, man verwendet auch Wasser. Wenn die Bienen ein bisschen feucht sind, weniger flugfreudig sind, lassen sie sich viel besser hier reingeben. Passt. Immer genug Wasser am Stand mit haben. Aber jetzt schauen wir mal überhaupt erstmal, ob es geht, ob man denn überhaupt Bienen rausnehmen kann. Das sieht zumindest nicht schlecht aus. Jetzt sehe ich hier oben ein paar Drohnenzellen auf dem Rähmchen, wo es eigentlich gar nicht sein sollte. Hier ist nichts. Dann kann ich relativ gefahrlos hier an der Seite anfangen. Da tragen die fürchterlich voll. Schaut euch das an. Das Volk braucht einen Honigraum. Aber ganz dringend. Ganz dringend sogar brauchen die einen Honigraum. Jetzt ist die Zeit, einen Honigraum zu setzen. Jetzt. Bei uns. In anderen Gegenden vielleicht noch nicht. Außer es ist ein Klima, wie wir es haben. Ich könnte gleich die Bienen verwenden. Nee, ich mal schauen, vielleicht habe ich auch noch ein Bruträmchen. Ja, da haben wir ein Bruträmchen. Da sind die besseren Bienen drauf.
Königin ist also schon oben gelandet. Viele kleine Maden bestiftet, ja, und direkt außenrum. Also hier ist alles bestiftet hier und direkt im Anschluss frisch eingetragener Nektar. Also da muss ein Honigraum ran. Ich nehme mal die Bienen mit. Königin ist keine da. Drohnen, okay, ja. Sind einige drauf, aber Königin ist keine da. Die ist weiß gezeichnet, müssten wir also sehr gut kennen. Sehen. Jo, die nehme ich mit. Und euch auch. Dann werden die Bienen erstmal. So, schon merkt man, wie sie gleich ruhig werden. Und ab dafür. So, schon mal nicht schlecht. Das nächste Brutwabe. Schaut mal, was die im oberen Raum schon wieder Brut angelegt hat. Unten sowieso. Aber das ist der obere Raum. Bis oben ans Holz. Eine gute Königin. So, schaut mal, wie sie sich jetzt noch bewegen und wie sie gleich ruhig werden. Ja? Einmal ist Ruhe da. Und ab dafür. Mehr als zwei Brutwaben voll Bienen möchte ich aus dem Volk nicht rausnehmen, um es nicht zu sehr zu schwächen. Soll er leistungsfähig bleiben. Die haben noch ein kleines bisschen Platz außen links und rechts, aber das ist mir zu wenig. Also jetzt muss hier ein Honigraum drauf. Und das werde ich auch sofort machen. Ich habe da mal was vorbereitet. Zufällig habe ich was dabei. Oh, 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 oh. Hätte ich ja beinahe einen Fehler gemacht. Jetzt brauche ich nämlich eine Brutwabe oben. Das war, glaube ich, eine Brutwabe. Ja. Was das war das? Doch, das war auch eine Brutwabe. Ja. Weil die kommt gleich oben rein. Draußen? Nee. Oh Mädels. Oh jetzt. Oh, jetzt sind wir richtig. Das ist eine junge Biene, die gehört rein. Das ist der richtige Platz für die Wabe. Dann ein paar ausgebaute. Nochmal eine ausgebaute. So. Jetzt können die schalten und walten, wie sie wollen. Die sind gut. Die bringen Honig. Ja, das freut das Imkerherz, wenn man sowas sieht. Das freut es. Aber weiter geht's. Okay, das reicht noch nicht für alle Begattungskästchen. Aber ist ein guter Anfang.
Die Begattungskästchen habe ich mit Futterteig gefüllt. Es sind Rähmchen drin, wo ich gehabt habe, teilweise noch ein bisschen ausgebaut, dass sie schon was vorfinden. Und jetzt kommt die weiße Königinzelle rein. Die Bienen dürfen fliegen. Die braucht man nicht. Hoppa, ist falsch rum drin. Hat. Beinahe vergessen. Dann fällt sie nämlich durch. Bisschen Halt braucht sie. Königinzelle rein. So, dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Ich habe jetzt hier einen etwas zu großen Becher. Ich habe keinen anderen gefunden. Das ist ein 500 Gramm Becher. Ich brauche nur etwa die Hälfte voll mit Bienen pro Abitur. Oh, ihr seht ja nichts. Bisschen mehr. So, reicht schon. Und so, gleich umdrehen, damit das Flugloch verschlossen bleibt. Nächste. Leicht dicke. Und zu und umdrehen. Auch Flugloch zu. So, jetzt habe ich noch die Menge an Bienen. Das reicht nicht für ein Abitur. War klar. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Wasser. Und ab zum nächsten Stand. Oh, guck mal, da sind ein paar nasse Bienen drauf. Die machen wir natürlich wieder rein. Die sollen nicht leiden. So. Das erste Kästchen bekommt seine Parkposition hier, genau zwischen den Beuten. Dann gibt es noch mal eine Isolierung, eine separate Abdeckung und ein Steinchen. Mit den anderen Abideas verfahre ich genauso. Ich fahre jetzt zu einem der nächsten Völker, schaue nach Stärke. Wenn es stark genug ist, nehme ich da noch ein bisschen Bienen raus. Füll die anderen zwei Abiteas, die restlichen zwei, dann habe ich vier Abiteas und vier Königinzellen, das passt. Und stelle sie überall auf meine Doppelbeutenböge gerade zwischen rein. Da sind sie hier in dieser riesen Drohnenübermacht, die ich hier, die meine Bienen hier repräsentieren. Und damit kann auch nur was Gutes dabei rauskommen. Ich brauche aber nicht weiter das Video laufen zu lassen. Ihr habt es jetzt gesehen, wie es alles geht. Das wäre jetzt wirklich viel zu lang. Das Video ist eh schon viel zu lang. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dieses Video. Dann sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Bienenvideo.